Lieber Jochen Zauner, lieber Professor Pinsky, Herr Abgeordneter Westkämper, lieber Wolfgang Schrittny, meine verehrten Damen, meine Herren. Ich bin heute gerne zu Ihnen gekommen. Es ist eine herausgehobene Veranstaltung. 60 Jahre Landesgruppe Nordrhein-Westfalen der Landsmannschaft Ostpreußen. Meine Damen und Herren, Ihre Landesgruppe ist die größte aller 16 Landesgruppen der Landwirtschaft. Zu Ihrem Jubiläum übermittle ich Ihnen herzliche Grüße und gute Wünsche des Bundesvorstandes. Aber selbstverständlich gratuliere ich auch in meiner Funktion als Sprecher der NU und im eigenen Namen zu dem runden Geburtstag. Über 6 Jahrzehnte war die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen eine starke Stütze der Bundeslandwirtschaft. Ihre Landesgruppe, Herr Zauner, stellte in diesen 6 Jahrzehnten die meisten Vorstandsmitglieder für den Bundesvorstand. Eine Mehrzahl aller bisher amtierenden Kreisvertreter der 40 Heimatkreise kam aus Nordrhein-Westfalen. Ich will daran erinnern, dass alle Deutschlandtreffen der Landsmannschaft bis einschließlich 1997, mit Ausnahme des ersten Deutschlandtreffens 1948 in Hamburg, immer im Bundesland Nordrhein-Westfalen stattfanden. Nur Ihre Landesgruppe war in der Lage, umfassend personell und auch materiell der Bundesgeschäftsstelle, die ja in Hamburg saß, bei den Vorbereitungen zum Deutschlandtreffen zuzuarbeiten. Ab 2000 haben dann die Deutschlandtreffen in Mitteldeutschland bzw. in der Bundeshauptstadt stattgefunden. Das war eine Geste an die Landsleute in Mitteldeutschland, die bis 1991 nicht die Möglichkeit hatten, an einem Deutschlandtreffen teilzunehmen und denen dann später die weite Reise an den Rhein nicht erspart bleiben sollte. Meine Damen und Herren, liebe Schicksalsgefährten, es sind nur noch wenige Tage, dann ging vor 64 Jahren der Zweite Weltkrieg zu Ende. Für Deutschland brachte das Kriegsende verheerende Folgen. Und für die Ostpreußen und die Heimatprovinz sollte, so wollten es die Siegermächte, die möglichst unauffällige Beseitigung erfolgen. Das ist leider zu einem großen Teil auch gelungen. An einer Veranstaltung wie der heutigen, hier in Düsseldorf, muss an das Schicksal der Ostdeutschen und der Ostpreußen 45 und später erinnert werden. Klaus von der Gröben, der letzte Landrat des Großkreises Saarland, ich brauche hier nicht zu erklären, wo das Saarland ist, vorgestern mein Vortrag, musste ich das erklären. Der letzte Landrat des Kreises Saarland, und das war schon ein Großlandkreis damals, verließ als einer der letzten Offiziellen seinen Landkreis in der zweiten Aprilhälfte 1945 zu Fuß. Er marschierte nach Villau und dann über die Nehrung nach Danzig. Er starb erst vor wenigen Jahren, 14 Tage nach Vollendung seines 100. Geburtstages, bei dem ich ihn noch für die NU ehren konnte. Er schreibt in seiner Broschüre „Der Untergang des Deutschtums in Osteuropa“ über die letzten Tage im Saarland. Zitat: „Astronomisch hoch ist die Zahl der Opfer, die das rettende Gestade nicht mehr erreicht haben. Nach sorgfältigen Schätzungen haben etwa 20% der angesessenen Bevölkerung Ostpreußens bei den letzten Kämpfen und in dem Inferno von Flucht und Vertreibung den Tod gefunden. Also etwa 500.000 ostpreußische Männer, Frauen und Kinder.“ Zitat Ende. Und die Heimatprovinz? Keine andere Ostprovinz
des früheren Deutschen Reiches traf es so hart wie Ostpreußen. Dreigeteilt. Im nördlichen und kleinsten Teil, neben Nebenland, konnte sich eine winzige Minderheit halten unter Inkaufnahme der Verleugnung ihrer deutschen Identität. Immerhin konnte nach der Wende dort in Nebenland zwei deutsche Vereine, nämlich in Memel und in Heidelberg, gegründet werden. Im Königsberger Gebiet, das heute russisch ist, war die ethnische Säuberung von der angestammten Bevölkerung total. Was bis 1947 von den Ostpreußen noch nicht verhungert oder durch Gewalt umgekommen war, konnte zwischen Herbst 47 und Herbst 48 nach Westdeutschland ausreisen, beziehungsweise wurde nach Westdeutschland abgeschoben, so schon besser formuliert. Im heute polnischen Teil Ostpreußens, im Ermland und in Masuren, konnten 25.000 bis 30.000 Ostpreußen unter der Aufgabe ihrer deutschen Identität überleben. Hier muss angemerkt werden, in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts sind etwa 70.000 bis 80.000 Deutsche aus dem Ermland und aus Masuren ausgesiedelt. Diese Aussiedlung geschah meist unter Druck aufgrund der schlechten Lebensverhältnisse, kaum freiwillig. Aber es ist dann leider doch auch so, so richtig entdeutscht ist das südliche Ostpreußen erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in den 60er und 70er Jahren, teilweise sogar noch in den 80er Jahren. Aber freiwillig war es eben keineswegs, sondern es waren die verheerenden Lebensbedingungen und auch natürlich die Verwandtschaft und das Bedürfnis der Familienzusammenführung. Es ist heute keineswegs sicher, ob die deutsche Restbevölkerung in Ermland und in Masuren auf Dauer eine Überlebenschance hat. Die nachgeborene mittlere Generation der noch ansässigen Deutschen spricht kaum Deutsch. Die Muttersprache, das wissen wir, bestimmt die nationale Identität. Es gibt weder in Oberschlesien, wo die meisten Deutschen heute noch im heutigen Polen leben, geschweige denn in Ostpreußen, eine deutsche Schule mit muttersprachlichem Unterricht von der 1. bis zur 13. Klasse. Die gibt es wohl aber in Memel. Die Litauer sind da vorbildlich. Sie haben eine litauische Staatsschule für die deutsche Minderheit geschaffen in Memel mit Internat, wo muttersprachlicher Unterricht während der ganzen Zeit von der 1. bis zur 13. Klasse gesprochen wird. Und das ist eine gute Voraussetzung, damit diese winzige deutsche Minderheit auch überleben kann. Ja, meine Damen und Herren, das war im Telegrammstil das Schicksal Ostpreußens und seiner Menschen ab 1945. Dennoch, ab 1947 sammelten sich die Ostpreußen hier im Westen in der Altbundesrepublik. Sie gründeten Heimatkreisgemeinschaften, örtliche Gemeinschaften, Landesgruppen der Landwirtschaft und auch die Bundesorganisation. Das waren segensreiche Aktivitäten für die von Flucht, Vertreibung und Heimatverlust betroffenen Ostpreußen. In ihrer heimatlichen Gemeinschaft fanden die Familie Trost und solidarisches Mitempfinden mit dem eigenen Schicksal. Familien konnten wieder zusammenfinden und nach etlichen Jahren konnten sich die meisten Ostpreußen auch wieder eine bescheidene Existenzgrundlage schaffen. Meine Damen und Herren, auch heute noch gilt, die regelmäßigen Treffen in den örtlichen Gruppen, in den Schulgemeinschaften, in den Kreisgemeinschaften und in den Veranstaltungen der Landesgruppen bedeuten für den Einzelnen ein Stück Lebensqualität. Das haben die Landsleute ermöglicht, die durch Übernahme eines Vorstandsamtes zur Existenz der einzelnen Vereinigungen beigetragen haben.